Daniel Jack gegen das K-Element. Junge. Ah, das K-Element ist halt auch immer wieder interessant. Ich hab's ja schon mal gesagt, das K-Element wirkt auf mich immer wie so ein Lehrer oder so der Papa, der in dein Zimmer kommt und hip to the hobbity hop so, ne? Der coole Rapper sein will. Und dann sagt, yo, Papa ist am Mikrofon. So ein Vibe gibt mir das K-Element immer. Mal gucken, ja, ob das hier wieder so wirkt. Ja, Daniel Jack, ja gut, hab ich ja schon oft genug was. Guck mal, ich merke das immer bei Jiggy. Ich gehe so oft in Jiggy-Videos rein und erzählt mir das 100, kennt ihr, ja, ist euch das auch schon aufgefallen? Er erzählt einem das 100. Mal das Gleiche. Ja, den habe ich schon mal da getroffen, da haben wir auch schon ein bisschen gequatscht. Der ist auch recht sympathisch so, also nur Liebe geht raus. Und immer wieder die gleiche Geschichte, wenn er auf einen Rapper reagiert. Und ich merke das bei mir aber auch, Digga. Ich mache das auch. Das ist voll normal. Ich wollte jetzt gerade wieder anfangen und euch erzählen, woher ich Daniel Jack kenne. Wann ich das letzte Mal mit ihm geredet habe, wie er so drauf war. Aber ich mach Stoppschild, ja. Ihr wisst, woher kennst du ihn denn? Ja, also ich kenne ihn vom VBT. Ja, nee, machen wir. Ich wollte jetzt gerade wieder die Story erzählen mit dem Kamehameha und ach, egal. Scheiß drauf. Ja, Daniel Jack, Liebe geht raus, Alter. Kuss. Wir gehen rein, Leute. Das K-Element. Digga, was faselst du denn? Geplant war eine K-Parodie, eine Imi. Aber warte mal, haben wir nicht letztens ein Video geguckt, wo es darum ging, JBB-Rapper oder Rapper auf dem JBB-Kanal zu erraten? Und dann stand da, war das nicht bei Daniel Jack, dass er irgendwie in der RBA, was weiß ich, 40 Battles gewonnen hat oder sowas? Und nie verloren oder irgendwie so? Ich glaube, das war bei dem. War mir nie bewusst, dass der da so heftig aktiv war. Ja, ist so, ne? Voll crazy. Aber vielleicht war es ja auch in der Entry League. Nein, ey, ich mach nur Spaß, Alter. Daniel Jack, guter Mann, ich mag den. Ja, was faselst du denn? Geplant war eine K-Parodie, eine Imitation. Doch da meinten meine Kollegen, das klinge zu dope. Bruder, der Text zu gut, Bruder, du rappst zu gut. Ehrlich, ich klang schon wack, nur nicht so wack wie du. Und das witzig ist, es scheint so. Finde ich aber ganz nice. Vor allem nach der Quali, ne? Als er so diese Imitationsquali eingereicht hat, kann man schon machen. Ehrlich, ich klang schon wack, nur nicht so wack wie du. Und das witzig ist, es scheint so, dass ich. Boah, warte mal, das ist ganz weird geflowt, die Stelle, oder? Ich klang schon wack, nur nicht so wack wie du. Und das witzig ist, es scheint so. Bro, ich verstehe die Line nicht. Was sagt er denn da? Ehrlich, ich klang schon wack, nur nicht so wack wie du. Und das witzig ist, es scheint so. Und der Situation scheint so. Ich verstehe das nicht. Akustisch. Kann das mir jemand übersetzen? Das Witzige, es scheint so. Was? Und das ich Zipzi, es scheint so. Was? Und das Witzige, es scheint so. Okay. Wieso, hä? Findet ihr das so leicht zu verstehen? Ich hab's nicht verstanden. Ich glaube, weil die S-Laute auch so penetrant sind. Dadurch klingt's so nach Fitzitzitzitzitzitzo. Ich klang schon wack, nur nicht so wack wie du. Und das witzig ist, es scheint so, dass ich anfangs als Freilos geplant war. Jetzt krieg ich hier ein Freilos und ich ficke dieses Weißbrot. Dann will ich keiner mehr essen, da wenn ich was denn immer bereit so. Du bist das zweite Mal im JBB, okay, komm. Boah, ich find's voll anstrengend, leider. Ich find's leider voll anstrengend gerappt. War jetzt krieg und das witzig ist, es scheint so, dass ich anfangs als Freilos geplant war. Jetzt krieg ich hier ein Freilos und ich ficke dieses Weißbrot. Dann will ich keiner mehr essen, da wenn ich was denn immer bereit so. Du bist das zweite Mal im JBB, okay, komm, lass uns offen reden. Du kannst dich anstrengen, doch musst trotzdem gehen, denn ich zerfetze dich mies. Du hast kein Talent fürs Battlen, sondern dafür im Battle zu fliegen. Immer in Runde 1, fragst dich, wo die Punkte bleiben. Jedes Jahr in der ersten Runde zu fliegen, scheint schon eine Kunst zu sein. Ich finde es leider so sehr schwer anzuhören, sehr anstrengend und unangenehm. Ist aber nicht, also ist nicht typisch Daniel Jack, finde ich. Also ist jetzt nicht so, dass es so typisch ist bei seinen Runden. Normalerweise gönne ich mir die ganz gerne, aber hier finde ich es sehr anstrengend in Verbindung mit diesem Beat. Und das ist halt schon eigentlich schon so ein K.O.-Ding. Wenn du keinen Spaß dran hast, die Runde zu hören, ist halt schwierig, ne? Das ist nicht nice gemischt. Irgendwie kommt ihr auch nicht so geil auf den Beat. Der Beat klingt sehr anstrengend. Voll die krassen Höhen in den Vocals. Schade. Was ich, wo die Punkte bleiben, jedes Jahr in der ersten Runde zu fliegen, scheint schon eine Kunst zu sein. Und ich checke es nicht, du wurdest nicht von der Terrasse gestochen, sondern von der Schnecke gefickt. Denn deine Partner. Ey, das ist aber ganz nett, Alter. Du wurdest nicht von der Terrasse gestochen, sondern von der Schnecke gefickt. Aber es ist halt so alles so unästhetisch. Auch wie es reingeschnitten ist, ist alles. Fick. Denn deine Parts klingen eklig. Bevor ich mir Cars-Runde gebe, mach ich Quadrizeps-Training. Ich gewinn auf jeden die Scheißrunde. Wenn ich durch harte Punchlines, dann halt durch Penis-Mitleid-Punkte.
Du bist nicht in der Lage, mich zu betteln. Ich schlage diesen Depp, Déjà-vu für ihn. Es ist wieder Kanye, er war wieder mal in Asien zu bang. Ja, auch leider, Mann, auch die Cuts in den Lines. Alles recht unsauber, ist schade, Mann. Diesen Depp, Déjà-vu für ihn. Es ist wieder Kanye, er war wieder mal in Asien zu bang. Hab die Dame entdeckt, hab heute nicht mal 6 Touristen, nur noch KLM. Du bist nicht in der Lage, mich zu betteln. Ich schlage diesen Depp, Déjà-vu für ihn. Es ist wieder Kanye, er war wieder mal in Asien zu bang. Hab die Dame entdeckt, hab heute nicht mal 6 Touristen, nur noch KLM. Du bist der Sextourist, Banks in Thailand, Bitches. Und nur 14 Euro durftest du sie einmal ficken. Und weil du dachtest, sie hat es drauf, hast du die Note mit einem Taui und deinem deutschen Pass gekauft. Ja, es ist schade, es ist für mich eigentlich so mit das Schlechteste, was ich von Daniel Jack kenne. Ich kenne ja auch einige VBT-Runden und ich fand Daniel Jack war jetzt nicht irgendwie so der krasseste, einer der krassesten Rapper im VBT, aber ich mochte den. Ich fand, der hat immer einen coolen Humor, aber irgendwie hier hat er sich einfach voll den falschen Beat ausgesucht. So. Er kommt gar nicht nice drauf. Dadurch klingt es übel anstrengend. Und ihr könnt jetzt auch die Punchline des Lebens kicken und ich könnte sie nicht feiern, leider. Aber wir gehen da durch, Leute. Nicht was für Skip. Nee, wir gehen da durch. Sie hat es drauf, hast du die Note mit dem Taui und deinem deutschen Pass gekauft. Und weil du weißt, dass keiner ihre Fratze mag, hast du dieser Slut gesagt, sie soll eine Maske tragen. Ey, du bist hier aufgeschmissen, denn du bist der Letzte, der sich's leisten kann, mich mit meinen Schlitzaugen zu dissen. Also was willst du erzählen? Du verkackst es dir selbst, Fotze, rede nicht von mir. Deine Slut ist hier okay, immer nachts, wenn du schläfst, ruf die Bitch zu Hause an und sag, ich hab deutscher Pass und da Geld. Und euer... Seid voll neben dem Takt, Digga. Ruf die Bitch zu Hause an und sag, ich hab deutscher Pass und da Geld. Und euer armer Sohn wollte nur normaler wohnen. Doch während Mama an der Stange tanzt, will der Papa er will bloß seine Ruhe. Das ist so ein typischer Daniel Jack-Humor. Ja, aber leider halt in einer nicht so nicen Runde. Wollte nur normaler wohnen. Doch während Mama an der Stange tanzt, will der Papa er will bloß seine Ruhe. Doch selbst im Fernseher sagt Mickey, oh yeah, was für ein Sohn einer Ruhe. Dieses Battle-Ding tut Isabel nicht gut. Um das rauszufinden, muss man nur auf Facebook gucken. Ich fühle mich alleine. Oh nein, jetzt macht er das auch noch, Digga. Jetzt macht er, Bro, jetzt will er hier diese ganz epische Scheiße aufbauen. Aber das funktioniert gar nicht. Ich hätte ja Bock drauf. Ich würde jetzt gern wissen, was die Tante, der Onkel und die Geschwister da alles miteinander haben. Aber das geht halt voll ins Leere, Bruder. Oh Mann, Alter. Sehnsucht nach Liebe. Also hör mal auf zu rappen und pfleg die Familie, Bitch. Ja, sag mal hallo. Hallo. ich fühle mich abhängig. Ich hab Angst. Hey, während meine Verwandte in China T-Shirts nähen. Ich meine, wir haben heute, wenn wir das im Nachhinein sehen, diese ganzen Leak-Sachen und Videos, ne? Und keine Ahnung, Zeitungsausschnitte, Facebook-Bilder, das hat heute ja sowieso oft schon so einen merkwürdigen Vibe, wenn man das im Nachhinein sieht. Aber wenn es dann halt irgendwie noch so schlecht integriert ist, in so einer Runde, in der irgendwie alles so neben dem Takt und wild durcheinander gecuttet und nicht so geil abgemischt, dann hat es nochmal eine ganz andere Wirkung, Alter. Schade. Sitzt dein Sohn alleine zu Hause, denn Papa muss mal wieder Videos drehen. Tagsüber Arbeit, abends hat er sein Mic und die Mutter kämpft noch gegen ihre Abhängigkeit. Ey, diese Runde ist ein Untergang. Das Einzige, was das scheiß Leben noch mehr ficken würde, wäre hier das Jugendamt. Papa ist Sextourist, der es mit Rap nicht weiterbringt. Die Mann, eine drogenabhängige Hure und Heilerin. Ich dir aufzugeben, ohne zu betteln, dann kannst du weiter deinen Penis in deinen Sohnemann stecken. Boah, Alter, was hat der denn da was ist denn da passiert, Alter? Da war der Daniel Jack, der hat, wisst ihr, was ich glaube? Der Daniel Jack, der hat JBB geguckt und der hat sich gedacht, jetzt reicht's, ich kann das auch. Und ich mache jetzt ganz, ganz böse. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass der so böse wurde. Du bist so alt, hier ist JBB, ey, du holst keinen Preis. Du bist so alt, dann fragt dein Sohn, ob ihr die Großeltern seid. Und wenn du bist, dann nur ein Double brauchst. Warum suchst du eine Perücke, nenn die AIDS-Geschwister deiner Hurenfrau. Sie hat mehr Freier als die Runde Likes. Ey, hiernach kann dich nicht mal mehr deine scheiß Nutte heilen, du Bastard, Alter. Ey, man merkt schon, was die Ringhorse Penner sind. Ihr ladet Leute ein, verlangt Eintritt und das Essen muss man trotzdem selber bringen. Er macht wirklich voll diesen Film. Es kommt halt einfach nicht nice, Digga. Ringhorse Penner sind, ihr ladet Leute ein, verlangt Eintritt und das Essen muss man trotzdem selber bringen. Ohne Scherze, ich mein, wenn's so weitergeht, kriegt ihr eine eigene Sendung auf RTL 2. Und du, ach, kein Bock mehr, Alter. Krauf, krauf, Mutterfick. Okay. Das Ende fand ich aber lustig, Digga. Und jetzt, na, egal, scheiß drauf, Alter.
Ja, was soll man sagen, Alter? Hat nicht so Spaß gemacht, Alter. Hat leider echt nicht so Spaß gemacht, ne? Da lief alles ein bisschen schief. Er hat selbst gemerkt, ja. Noch schlechter als in Erinnerung. Ich konnte mich daran gar nicht mehr erinnern, ne? Und bitte, bitte erklär mir jetzt, warum zur Hölle der fast anstatt... Ja gut, man muss aber auch sagen, seine Quali war auch weitaus besser. Ja, da muss man schon fair bleiben. Und der hatte auch im VBT weitaus nicere Runden. Der hatte einfach keine Ahnung, was da schief lief. Aber irgendwas lief da schief. Also eher unangenehm. Auch dieser ganze Real Talk Part. Der ist sowieso, ne? Das ist so mit am schlechtesten gealtert in den JBB-Runden, finde ich. Ich habe die Aussage ja schon mal getroffen. Und habe unter irgendeiner Reaction gelesen, dass Leute meinten oder ein, zwei Leute geschrieben haben, hä, diese Sachen, die sind heute noch voll krass, diese Real Talk Dinger, und das ist ja alles irgendwie verweichlicht, die Gesellschaft und so. Aber ich finde, das hat gar nichts damit zu tun, sondern ich finde halt einfach, Jahre später merkt man halt, dass geile Lines immer noch knallen, aber der Fakt, einfach irgendwie ein Video zu zeigen, in dem jemand tanzt oder in dem jemand irgendwie peinlich labert. Guck mal, AT zum Beispiel hat's nice gemacht. AT hat gegen Gary diese alten Videodinger rausgehauen, hat einfach, ohne das erstmal zu kommentieren, gezeigt und hat mit seinen Lines und mit dem Flow daraufhin zerstört. Aber es gab ja schon viele Runden, zum Beispiel die Runde von mir gegen Diverse, in der ich die Chatverläufe gefaked habe. Für mich ist das mega unangenehm, mir das heute anzugucken, weil ich quasi über diese gefakte Scheiße versuche, das in echt zu verkaufen. So. Fühle ich nicht. Die Runde gegen Cassius fühle ich zum Beispiel wieder, weil das zwar auch so in diese, ne, jetzt kommt hier dieser böse Real Talk Teil, aber erstens hatte die erste Hälfte der Runde ziemlich nice Lines und auch dieser Part war sehr authentisch, weil es nicht komplett irgendwie fake war, sondern da wurde halt ein Punkt Wahrheit genommen und auf die Spitze getrieben. So, und ich weiß nicht, Digga. Ne? Also wenn du wirklich nur versuchst, über so eine Fake-Geschichte zu zerstören, es ist halt schlecht gealtert so. Es fällt mir im Nachhinein immer mehr auf. Gute Lines bleiben gute Lines. Entertainment hat dem JBB abgerissen. Ja, voll. Deswegen sind die Endes Runden auch mega gut gealtert, weil die Lines halt einfach nice sind. Das sind halt einfach geile Runden. Da hast du nicht diesen, ja, ne? Du hast Chats gefaked. Ich dachte, du warst immer real, ein bisschen enttäuscht. Ey, wir haben doch darüber sogar ein Gespräch geführt, Diverse und ich. Und da habe ich Chats gefälscht. Da habe ich auch entschuldigt. War halt wack, klar. Ja, aber man war irgendwie, oder ich war in diesem Film, Mann, keine Ahnung, so ein bisschen Höhenflug und so war da bestimmt auch dabei. Und man wollte halt, ne, man ist dann schnell in so einer Bubble drin und ja, manche Dinge erkennt man erst im Nachhinein. Fand ich jetzt auch nicht so geil.